Ja, zum Glück habe ich ein Pferd. Gehen wir mal auf den Weg, weil, soweit ich weiß, führen die Wege auch immer zu solchen Dingen. Ja, toller Sprung. Wir können echt ganz toll springen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Wohin gehe ich denn jetzt überhaupt? Ah ja, ich bin hier richtig. Auch ein Fuchs. Aber zum Jagen habe ich jetzt gerade leider keine Zeit, obwohl wir ja ursprünglich Jäger sind. Um uns auf dem Laufenden zu halten. Drachenbrücke, okay. Ach, wie schön. Müssen wir nicht da auch? Gehen, können wir da hoch? Geht das? Nein, hier ist nur ein Feld. Ein Feld. Ein Feld. Das rede ich schon wie dieser. Ach, egal. Also, ihr könnt ja mir mal euer Lieblingsrollenspiel sagen. Solche Sachen interessieren mich immer sehr, weil mich jetzt einfach interessiert, was es noch für gute Spiele gibt. Es gibt ja nicht nur Skyrim, es gibt auch noch ganz viele andere gute Rollenspiele. Und dann könnt ihr ja mal eure Favoriten da aufzählen und vielleicht, wenn das Spiel mir gefällt, kann ich daraus auch mal ein Let's Test oder ein Let's Play, kann daraus auch mal ein Let's Test oder ein Let's Play daraus werden. Je nachdem, wie das Spiel ist. Und ja, wir können vom Glück reden, dass wir hier dieses Pferd dabei haben. Oh, was ist hier los? Ach, schon wieder so ein Dings. Ha, scheiß Sturmmäntel! Die sind gay. Anfangs war ich für die Sturmmäntel, aber als ich dann begriffen habe, was für ein Scheiß die gemacht haben, weil ganz ehrlich, das, was die angestellt haben, finde ich nicht okay. Weil wegen ihnen ist ja erstmal dieser ganze Krieg ausgebrochen. In der Hauptgeschichte zumindest. Und auch in dieser Geschichte. Wie gesagt, ist ja die Vorgeschichte vom Drachenblut. Und ja. Alter. So. Ja, getroffen. Mist, bleib doch stehen. Oh, war das knapp. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Wow. Wow, wie viel hält die aus? Du willst mich doch verarschen. Scheiße. Alter, ich will dich mal ein Pferd schlagen. Lol, von einem Pferd gekillt. Gay. So ein Schwächling. Die nennen sich Banditen. Was sind denn hier das für Banditen? Das sind ja selbst die Straßengauner hier besser. Alter, lass mein Pferd in Ruhe. Ja. Au, jetzt habe ich mein Pferd getroffen. Ja, der ist auch weg. So, was gibt es denn hier noch? Hier ist doch irgendwo einer. I knew it. Nee, I know it. Wo sind die? Ah, so langsam kann ich
So langsam tarne ich mich. Schleichen verbessert. Okay, gehen wir doch gleich mal in die Festung rein, weil da muss ja auch gesäubert werden. Alter, nein, kein Khajiit, kein Khajiit, kein Khajiit, kein Khajiit, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wieso ein Khajiit? Wieso sind die Khajiits Banditen? Wieso sind die so hier so unangesehen? Khajiits sind meine Lieblingsrasse. Ich will keinem Khajiit was zu leide tun. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wieso nur? Ach du Scheiße. Hier gibt's nichts. Bitte! Alter, der hat mich nicht gesehen. Was war denn das für ein Bug? Alter, wie geil, wie der gerade gelaufen. Ja, du siehst mich hier, oder? Was hat der denn für einen geilen Helm? Ich will den Helm. Gib mir den Helm. Au, au. Au, au. Scheiße! Nein! Alter. Ich bin heute an diesem Tag, wie gesagt, auch bei der letzten Aufnahme schon früh genug gestorben. Ich bin hier. Sorry. Wow. Okay, es war dann wahrscheinlich doch nur. Wie schwach sind die Banditen? So, der andere. Der war genau da irgendwo. Da war er doch. Jetzt ganz leise. Ist da jemand? Du hast einen Pfeil im Kopf. Alter, jetzt lass ich mich von denen nicht killen. Nein! Da müsst ihr schon besser sein. Was hast du gesagt? Alter, dieser Stahlhelm ist ja geil. Nordstahlpack. Oh mein Gott, was hat der denn für eine geile Rüstung? Orkischer Kriegshammer brauche ich nicht. Was ist das? Okay, alles mal durchsuchen. Knoblauch. Kommode, da sind wahrscheinlich nur Kleider drin. Ja, ein Hut. Hier. Los, nimm den Scheiß. So. Eine Truhe. Die hat ganz schön viel Wert. Was gibt's denn hier? Okay, was gibt's denn noch hier? Beißeltisch.
Holzteller. Nein, nein, nein. Will kein Mensch. Hier geht's hoch. Adept, das geht ja noch. Ich schaff selbst Adept nicht. Alter, ich habe nur noch drei Dietriche. Kacke. Oh Mann, nur noch zwei. Jetzt geht doch. Mit zwei Dietrichen. Ich bin so schlecht. Ich bräuchte mal wieder Dietriche. So, ist meine Quest denn noch aktiv? Ja, ist sie. Ich speichere mal kurz. Ja, speichern. So, dann gehen wir mal wieder raus. Tamriels Kriegergilde gibt es im Himmelsrand nicht. Stattdessen können Krieger auf der Suche nach Abenteuer und Kameradschaft sich den Gefährten in Weißlauf anschließen. Okay. Lass mein Pferd in Ruhe. Scheiße. Was wollt ihr? Lass mein Pferd in Ruhe. Alter, mein Pferd ist ja fast tot. Dietrich. Okay. Jetzt muss ich hier irgendwie. So. Hier muss ich jetzt rein. Kerker. Okay. Ihr habt doch eine schlechte Zeit zum Verlieren. Alter, die muss ich mal was anziehen. Karotte. Das will ich mit einer Karotte. So. Der nächste Kerl ist da unten. Was war das? Überraschung. So, abgesäuberte Festung und melde ich bei Legat Ricke. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Gibt es hier aber noch etwas? Eine Truhe? Irgendetwas? Irgendwo müssen die ja Sachen aufbewahren. Nein. Nein. Irgendwie nicht. Okay. Dann gehen wir auch mal weiter. Okay, das wäre dann auch abgeschlossen. Dann gehen wir wieder nach Einsamkeit. East Empire Company Warehouse. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass Einsamkeit eine Hafenstadt ist. Ich wusste zwar, dass der Meer ist, aber dass eine Hafenstadt ist, nö. Irgendwie nicht. Keine Ahnung. Was ich an Skyrim einfach total cool finde, ist einfach die Landschaft. Also, ich habe zwar nicht die beste Grafik, aber trotzdem, wie das alles inszeniert wurde, wie das aufgebaut wurde, mit den ganz vielen Bergen und dieses Schnee und alles. Ich liebe es bei Rollenspielen, wenn da Schnee ist. Ich liebe es einfach. Oh, ich steck mal lieber die Waffen ein. Und vor allem diese Ansicht finde ich total geil. Ich dachte, die ist langweilig. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder da rein und sagen ihm, dass unsere Mission erfolgreich war. Dieser dumme Bug immer. Immer ist die Tür offen.
Mach hin. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen herzujagen. Im zwinkernden Skewer gibt es. Schön, euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Hihi. Ich schicke sofort Männer zur Festung. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Wow. Bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Yay. Redet mit General Tullius. Yay. Vereidigung vornehmen. Woo. Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Bürgers im Kaiserreich stellt. Ihr habt eure Meinung geändert? Wollt ihr nun doch Soldat für das Kaiserreich sein? Ich bin bereit, den Schuh abzulegen. Sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede den II. Meine ewige Treue. Bei meiner Ehre schwöre ich gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Wer über mir steht, möge mich richten. Wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Lang lebe der Kaiser. Lang lebe das Kaiserreich. Lang lebe der Kaiser, lang lebe das Kaiserreich. Vergesst nicht, wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Echt? Mit Beirat. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Okay. Nun, wenn ich mich nicht irre, hat Legat Recke einen Sonderauftrag für euch. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Wenn Ulfric diese Krone in die Hände bekommt, ist sie kein Märchen mehr. Dann wird sie zum Problem. Was braucht ihr? Haltet ihr Nord denn nichts von euren eigenen Traditionen? So. Also, wir sind jetzt in der kaiserlichen Armee. Ich werde noch in die Schmiede gehen, dann mache ich auch mal einen kleinen Cut hier. Und ja, diese Folge, ja, war jetzt nichts Besonderes. So, ich muss mal kurz schauen, wo ich hin muss. Ich glaube nicht, dass ich auf die Mauern gehen muss. Aber ein kleiner Rundgang auf den Mauern ist ja, kann ja auch nicht schaden. Ah ne, hier muss ich nicht lang. Ich zieh mal kurz den Helm aus, der ist so unbequem. So. Wie komme ich hier nochmal runter? Ah, da hinten. Einsamkeit ist schon eine ziemlich schöne Stadt, finde ich. Also würde ich in diesem Zeitalter leben, dann, also in dieser Welt, dann würde ich entweder gerne in Einsamkeit leben oder in Windhelm. Immer schön den Himmel Dings. Windhelm auf keinen Fall. Weißlauf. Weißlauf ist schön. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Meer. Was braucht ihr? Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hör zu. Galmar Steinfaust, Ulfrichs rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Okay. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Corvan Yund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Gut. Wenn Ulfric diese Krone in die Hände bekommt, ist sie kein Märchen mehr. Dann wird sie zum Problem. Wo muss ich lang? Ja, also ich will jetzt diese Schmiede finden und dann, wie gesagt, mache ich einen kleinen Cut. So. Mach mal schneller, bitte. Oh.
Sind wir wieder hier rausgekommen. Na klasse. Wo soll ich denn lang? Okay. Laufe ich hier richtig? Ja. Hier muss ich gleich links. Da hört man auch schon die Schmiede. Da unten. Genau. Nee. Oh, ich bin so dumm, Leute. Wie gesagt, heute ist einfach nicht mein Tag. Sorry. Hier. Beirand. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Ja, ich hätte da nur eine Frage an euch. Leicht, mittel oder schwer? Mittel. Gut. Das sollte eure Eingeweide davon abhalten, auf den Boden zu fallen, wenn ihr keinen allzu heftigen Hieb abkriegt. Und so schwer sollte das Ding auch nicht sein. So, das wär's. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr die verliert oder sie euch kaputt hauen lasst, werdet ihr zahlen müssen. Genau wie jeder andere. Okay. Also, dann schauen wir uns doch gleich mal die Rüstung an. Nein, oder? Ich will nicht diese dumme beschlagene Dings kriegen. Ach, scheiße. Kaiserliches Schild, okay. Jo. Sieht aber doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann mache ich hier auch einen Cut. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Daumen hoch, abonnieren, alles Mögliche. Ciao, ciao.